des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Kommt, beten wir Jesus an, unseren König, der im Purpur seines Blutes jetzt seinen Kreuzweg beginnt. Kommt, folgen wir ihm auf seinen Weg mit innigster Liebe. Jesus Christus, der auf Golgotha am Thron seiner Liebe am Kreuz ausgespannt ist, um uns an sich zu ziehen. Kommt, wir beten ihn an, um die Geheimnisse seiner Leiden und seines Todes zu betrachten. Kommt, wir wollen mit allen Engeln und Heiligen des Himmels sprechen. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ewiger Vater, wir opfern dir auf die Leiden, den Todeskampf, den Kreuzestod deines eingeborenen Sohnes, als Sühne für unsere Sünden. Jesus, unser göttlicher Erlöser, unsere Sünden waren Schuld an deinem Leiden und Tod. Am Vorabend deines bitteren Leidens hast du das heiligste Sakrament des Altares eingesetzt, um alle Zeit unter uns zu wohnen zu können. Deine Liebe konnte es nämlich nicht ertragen, dich von uns Menschen, die du so sehr liebst, trennen zu müssen. Einige Stunden später musstest du hören, weg mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Daher bitten wir dich im Namen aller Menschen, von tiefem Schmerz bewegt, um Erbarmen. Herr Jesus, denke daran, welch großen Lösepreis du für uns beim himmlischen Vater zahlen musstest. Lass die Seelen nicht verloren gehen, die du durch dein kostbares Blut erlöst hast. Herr Jesus, unser Erlöser, du hast im allerheiligsten Sakrament des Altares das Gedächtnis deines Leidens und Todes hinterlassen. Du wolltest, dass wir deinen Tod verkünden. So oft wir diese heiligen Geheimnisse feiern, bis du wiederkommen wirst in Herrlichkeit. Treu deinem Wunsche wollen wir deinen Kreuzweg betrachten und hier in deiner Gegenwart bedenken, dass du in diesem heiligsten Sakrament, in demselben Leib, mit derselben Liebe und Demut anwesend bist, wie einst am Kreuze. Und du, unsere himmlische Mutter, die du in diesem heiligsten Sakrament deinen göttlichen Sohn genauso anbetest
und liebst, wie einst am Kreuze. Komm uns zu Hilfe, damit wir diese Sühne-Kreuzweg-Andacht mit dir in würdiger Weise begehen. Wir vereinigen uns mit den Anliegen Jesu und Mariens um die von der Heiligen Kirche angebotenen Ablässe zu gewinnen. Ihr heiligen Schutzengel und ihr Schutzheiligen unserer Kirche, sowie alle Heiligen, behütet und beschützet uns.